und jetzt steht wieder das Thema Begrasung an. Nicht, dass Sie denken, wir arbeiten mit dem Grasmaster. Nein, wir haben oder das. Oder Greenkeeper. Oder so. Oder wer auch immer. Es hat aber Spaß gemacht, ja, muss ich dazu sagen. Gut. Sie sehen es auch schon, wir haben hier eine braune Grundfläche. Ja, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Rasen anzulegen. Genau. Und eine schöne Wiese zu machen. Richtig. Das wäre? Und zwar, wir können es auf die eine oder andere Weise machen. In diesem Fall haben wir hier eine Matte. Wir halten es mal vor, die Kamera. Welches Produkt ist das? Das ist der Wilde Dammweg Unkraut M022 von Martin Wellberg. Gibt es auch was anderes? Gibt es auch. Was denn? Ja, dann schauen wir mal. Blumenwiese. Blumenwiese. Ja, das gefällt mir schon besser. Wir halten es mal ein bisschen weiter vor, so dass es nicht glänzt. Aber Unkraut muss ja auch auf eine Wiese. Unkraut es muss bleibt sein. Ja, es bleibt ja draußen in der Landwirtschaft nicht außen vor. Ne? Und wenn wir nicht genug Unkraut haben, dann haben wir hier noch mehr Unkraut. In Was Form von Turf. Das hier? Ja, Feinturf. In diesem Fall Frühling. Ebenfalls von... Also im Frühling kommt ja alles raus und blüht alles. So. Ja, lieber Thorsten, jetzt haben wir ja ganz viele Sachen hier. Wir wollen jetzt die Leute nicht verwirren. Nein. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal eine Blumenwiese an. Nicht mit Grasmaster, nicht mit Rumsauen, sondern ganz... Wir fangen einfach mal an. Wir fangen einfach mal an. Wir fangen einfach mal an. Was passiert jetzt? So. Diese Matte ist nur punktuell fixiert auf einer Pappe. Und darunter noch ein bisschen, dass man es besser sieht. Ja, so. Ja. Achso, dann kann man auseinanderreißen. Die ist nur da drin wegen der Blisterhaltung, damit die Matte nicht in der Verpackung zusammenrutscht. Alles klar. Sonst hat die gar keinen Zweck. So, dann klappen wir das mal auf. Und jetzt klappen wir das mal auf. So, ich halte das mal fest. So. Kann ich beiseite legen? Ja. Kannst du, ja. So, jetzt haben wir schon hier, jeder mag denken, ach, da haben wir doch schon eine fertige Wiese drin. Ja, kann man so machen. Aber es ist ja auch schon sehr schön. Entschuldige, wenn ich mal ganz kurz unterbreche. Was den Zuschauern sicherlich auch auffällt, ist, dass ja auch schon so Erdflächen, also so kahle Stellen sind. Es sind schon welche drin, genau. Ja? So, und da kannst du schon vieles rausnehmen. Ne? Aber nicht schneiden, sehr wichtig. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann es aber auch als gesamte Matte verarbeiten. Man kann es auch als gesamte Matte verarbeiten. Man sollte dann aber zumindest die Ränder einreißen. Das geht ganz einfach. Ich zeige es nochmal. Da klebt. Da kleben schon die nächsten Sachen. So, wir können es hier einfach einreißen. Damit kriegt man eine unregelmäßige Struktur. Richtig, genau. So, ich wollte gerade sagen, wir können es hier hinten platzieren. Nein, können wir nicht, weil hier hinten soll später noch dieses Gebäudchen hin. Damit es da auch nicht vergessen wird, drücken wir es schon mal in die feuchte Paste. Man sieht hier deutlich, dass hier diese Paste noch feucht ist, weil sie glänzt. Hier haben wir das schon vorgearbeitet gehabt, da ist es trocken. Das Gebäudchen, müssen wir dazu sagen, ist ein offener Schweinestall. Ja, was auch immer, aus deinem Fundus halt. Aus meinem Fundus, liebe Zuschauer, aus meinem Fundus, ebenfalls aus den 60er Jahren von Faller, muss ich mal dazu sagen. Aber immer noch ganz toll. Gut, okay, wir sind jetzt bei der Wiese. Jetzt kommen wir hier. Wir setzen, diese Wiese hatte ich jetzt gedacht für hier vorne. Und zwar, wir setzen hier hinten noch so eine optische Begrenzung mit Büschen. Die haben wir hier. Müssen wir auch dazu sagen, warum, liebe Zuschauer? Weil das die Fortsetzung unserer Straßenszene ist. Sie erinnern sich, was wir gebaut haben mit dem Markt. Und die Straße endet hiervon. Und hiervon kommen jetzt Büsche hin als optische Grenze. Und hier daneben stand ja das Wohnhaus der Leute von der Gärtnerei. Ne? Richtig, genau. Ja. Was wir jetzt machen ist, du kannst dich gleich mal ein bisschen nützlich machen. Ich mache mich eigentlich immer du nützlich. Du zupfst hier einfach und reißt seitlich mal ein bisschen was von dieser geraden Ebene raus, so wie ich das hier gerade mache. Ja? Und dann können wir gleich dieses Stück setzen und ich bereite schon mal das nächste vor. Wir zupfen. Der Meister sprach von Marino. Ja. Was ist das für ein Grundmaterial? Ist das ja, das ist auch eine Acrylart. Acrylart. Also Hauptsache ungleichmäßig. So, wir zupfen jetzt ein bisschen, liebe Zuschauer, und zeigen Ihnen gleich das fertige Ergebnis. So, liebe Freunde, das fertige Ergebnis lässt sich ja hier sehen. Wir haben also hier mal eine ganz andere Art von Wiese angelegt. Sie ist etwas ungepflegt, ist etwas sehr unkrautig, was offensichtlich mit diesem hier stehenden, von mir gesponserten Schweinestallgebäude zusammenhängt.
Sie sehen also, man kann auch ohne Grasmaster richtig schöne Ergebnisse erzielen, wenn es auch hier nicht eine so schöne Wiese ist. Es ist aber eine Wiese. Ich erinnere nochmal, ich hatte Ihnen ja am Anfang gezeigt, dass es ja auch noch eine Matte gibt. Ups, jetzt ist sie weg. Mit wunderschöner Blumenwiese. Man kann also alles in der Richtung, ach, hier ist sie. Wir nehmen sie nochmal. Ich zeige sie Ihnen gern nochmal. Ja, man kann also auch hier sehr schön spielen mit roten und weißen Blüten. Also wer jetzt keinen Schweinestall oder irgendwas da auf der Wiese-Ecke haben möchte, kann natürlich auch eine wunderschöne Blumenwiese anlegen. Also die Gedanken sind frei und es entscheidet immer der Geschmack eines jeden Einzelnen. Ja, ja, lieber Thorsten, jetzt geht's ja weiter. Jetzt geht's weiter. Die Wiese ist noch nicht ganz fertig, aber vor der Wiese wollen wir eigentlich noch was anderes machen, nämlich Büsche setzen. Richtig. Und zwar, diese Büsche, die wir hier haben, sind auch von Bellberg. Ja. Sie sehen also auch schon von der Strukturierung, das sieht also richtig klasse und sehr natürlich aus. Sieht auch das richtig, TMG. Ja, ja, also sieht auch sehr natürlich aus. Und zwar folgendes, diese Büsche brauchen wir, ich zeige jetzt mal mit dem Finger hier lang, hier werden wir diese an dieser Stelle bis hierher setzen. Warum? Sie erinnern sich vielleicht von dem vorhergehenden Diorama, was wir gebaut haben. Das ist das Ende des Marktes und das wollen wir optisch begrenzen. Deswegen ist das, wie gesagt, nur eine Laune. Also etwas optisch zu begrenzen. Wir setzen eine optische Begrenzung. Wir setzen eine optische Begrenzung und nach diesen Büschen ist diese wilde, romantische, naturbelassene Wiese mit dem Schweinestall und dann machen wir weiter. So, wir setzen das mal ganz schnell. Wir zeigen Ihnen das, wie das hier gelöst wird oder abgelöst wird wiederum. So, die werden einfach. Ja, am besten mit der Pinzette. Am besten mit der Pinzette. Ich zeige es nochmal. Werden einfach von diesem Trägermaterial abgerupft. Ja, vorsichtig raus. Brutal abgerupft. Nein. Nicht brutal. Nein, nicht also brutal. Immer zaghaft. Ne? Liebevoll abgerupft und dann werden sie mit Kleber fixiert. Wir machen das mit Sprühkleber? Nein, wir nehmen Alleskleber. Den Alleskleber. Jawohl. So, und die Büsche setzen wir jetzt mal ganz fix. Das machen wir jetzt. Mal. Wie der Name sagt, er klebt alles. Genau. Ich glaube, so bis hier war das. Okay. So, und jetzt setzen wir die mal hier drauf, einfach. So, das erste Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Thorsten rupft weiter, brutal, vom Trägermaterial die Sträucher runter. Wie war denn hier nochmal die Nummer? Da hast du sie. Da ist sie nochmal. Also Martin Wellberg, SDMG als Artikelnummer. Eigentlich müsste man sagen Artikelbuchstaben. Richtig. Ja, ja, er hat keine Zahlen. Aber auch hier nochmal der Hinweis, liebe Zuschauer, Sie bekommen das natürlich ebenfalls an der Seite dieses Films nochmal alles genau aufgelistet, wo Sie dann praktisch auf unserer Plattform sich das alles nochmal angucken können. Und da finden Sie auch noch mehr Materialien. Das sind jetzt nur Ausschnitte eigentlich. Es sind nur Beispiele. Wir haben verschiedene Farben und verschiedene Formen. Je nachdem, was Sie bauen möchten, was Sie vorhaben. Wir wollen einfach nur mal zeigen, wie einfach es ist, mit den vorhandenen Materialien, die Industrie anbietet, eigentlich schon wunderschöne Szenen zu gestalten. Wir haben uns halt das ausgesucht. Fertig. Perfekt. Die Buschreihe steht, die Abgrenzung zur ungepflegten Wiese auch. Und jetzt kommt ein anderes Teil einer Wiese dran. Genau. Und zwar, ich zeige jetzt nochmal, wollen wir hier diesen Bereich mit einem anderen Teil eines Wiesenmusters belegen. Und zwar, das sieht aus wie Sumpfwiese oder ist das schon eine das ist im Prinzip die gleiche Wiese, nur ohne das Unkraut. Das so gehasste Unkraut. Entweder sind das... Es doof hast und super gesagt. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Hühnerwiese oder eine abgefressene, was weiß ich, Wiese von Ziegen, Schafen. Es hat immer wieder die Vorteile, dass Erdstrukturen bereits mehr drin sind. Das ist, denke ich, sehr freundlich für die Modellbauer. Ja, und dass vor allen Dingen sieht auch klasse aus. Ich lege es einfach nochmal beispielhaft dran. Ja, es hat also auch so ein gewisses natürliches Erscheinungsbild. Ja. So wie es die Natur halt ist. So.
Jetzt nehmen wir das mal runter und wir werden das jetzt mal zurechtschneiden und auflegen. Reißen. Und das reißen, zurechtreißen und das Ergebnis zeigen wir Ihnen gleich. Genau. So, liebe Freunde, wir haben jetzt die Wiese, die wir anlegen wollten, fertiggestellt. Es ist auch eine andere Art von Wiese zu legen. Das hatten wir ja bereits schon gesagt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass es wesentlich schneller geht. Richtig. Das Ergebnis sofort sichtbar ist und es ist in einem Arbeitsgang erledigt. Sie sehen auch diese schöne, wunderschöne Struktur. Es ist schon fertig. Man spart sich wirklich viel Zeit und Zwischenschritte. Auch der Kauf von anderen Materialien, weil das auf dem Trägermaterial ja schon alles da ist. Richtig. Ja, also insofern ist das natürlich auch eine ganz tolle Sache. So, nun gefällt mir diese Wiese aber noch nicht. Gut. Der Meister hat gesagt, ich darf. Du darfst. Ich darf. Es gibt natürlich jetzt noch die Möglichkeit, Wildkräuter, Wiesenblumen, die vorkommen oder Farne, hier noch aufzusetzen, um das Ganze optisch noch etwas zu gestalten. Dazu gibt es von noch, ich halte es mal jetzt hier rein, wir mussten es schon mal etwas, halt so, nein, so rum, abreißen von der Verpackung, ein ganzes Set von Wald- und Wiesenblumen. Und das sind die sogenannten Lasercut Minis. Und die Lasercut Minis von der Firma noch sind natürlich auch von der Struktur her anders als die Plastikblumen. Ja? Ja, natürlich viel, viel feiner und grazieller. Ich halte sie noch mal hier rein. Wir haben das mal bestimmt noch aufmachen müssen. Stört's ruhig drauf. Sie sehen also hier schon, dass das also eine ganz tolle Art, auch eine Idee von der Firma noch ist, sich auszuhelfen. Ich fange ganz einfach mal mit den Farnen an. Wir nehmen jetzt mal wieder unseren Alleskleber und ich setze mal hier einen Klebepunkt. So, als Beispiel, wir tun an dem Rand, hups, jetzt müssen wir mal die Fäden wegmachen und nehmen hier mit der Pinzette aus dem Karton, aus der Verpackung und setze hier einen Farn auf. So, und Sie sehen also, die Wiese gewinnt schon wieder etwas anderes an Optik. So, jetzt nehmen wir noch die Klebefäden weg. Sie sehen, liebe Zuschauer, das Ergebnis bereits vor sich und sehr, sehr lebendig. Ich bin zufrieden. Ja, kann es auch sein. Es war ja auch keine schwere Aufgabe. Nein, ist nein, nicht schwer. Aber es macht wirklich Spaß, liebe Zuschauer, wenn man im Zubehör mal nachschaut, was man alles eigentlich machen kann. Und wir haben es ja auch schon beim Messefernsehen gehabt. Man braucht eigentlich nur ein bisschen Beobachtungsgabe und die Natur als Vorbild. Und dann kann man solche wunderschönen Sachen eigentlich machen. Und das muss man einfach nur umsetzen. Richtig. Ja? Man kann auch Schönheiten fotografieren und dann sagen, dass diese Wiese hat mir gefallen, die baue ich jetzt nach. Und wie gesagt, die Firma noch, Busch, Wehlberg, Silhouette zum Beispiel, wie sie alle heißen, halten für Sie wirklich ein sehr umfangreiches Sortiment parat, um eben ein solch schönes Ergebnis zu produzieren. Und jetzt denken Sie vielleicht mal daran, Sie waren vielleicht auch schon in Hamburg in der Modellbahn oder bei anderen Modellbahnausstellungen und haben staunend vor der Anlage gestanden und haben gesagt, das schaffe ich nie. Eigentlich ist das falsch. Denn auch das schafft man selbst, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Und Sie sehen ja, bei uns geht das auch ziemlich ratzfatz mit Hilfe eines Profis, muss ich jetzt mal sagen. Aber es ist ein wunderbares Ergebnis. Nun sind wir aber noch nicht ganz fertig. Oh nein. Ich würde jetzt gern das Thema Frühling. Haben wir noch zwei blühende Bäume? Ich denke ja. Ich denke ja. Also wir pflanzen noch zwei Bäume drauf, um das Ganze optisch etwas aufzuwerten. Und dann sind wir eigentlich schon fertig mit einer Anlegen einer Wiese, Blumenwiese. Richtig. Richtig. So, welche Bäume nehmen wir? Oh, wo haben wir sie denn? Wo haben wir die Bäume? Ich habe sie hier, glaube ich. Haha. Aha. Tralala. Er hat alles gebunkert. Wir haben also nochmal von der Firma noch. Wir halten es nochmal rein. Noch wie im Original. So. Nein, so. Es gibt weißblühende
Und es gibt auch also so ein bisschen ja, rosafarben oder ein bisschen, ja. Ja, zeigen wir auch gleich nochmal. Sieht eher nach Kirschblüte aus. Je ne? nachdem, nimmst du bitte mal einen raus, wir nehmen einen weißen. Mach mal gerade selber, weil ich mach's gerade selber. Da hängt gerade der Haken im Weg. Oh je. So, jetzt, reiß ab. Ja. Hey, zwei Hände bedarf es, um einen Baum aus dieser Verpackung zu holen. Rauszurupfen. Robust, fest verpackt. Und jetzt nehmen wir noch einen weißen. Die sind schon etwas lose drin. Wir zeigen sie gleich nochmal in die Kamera. Da haben wir so gleich auch ein bisschen einen Gestaltungs- und Farbkontrast. Das heißt also, ich behaupte jetzt ganz einfach mal, das ist eine Birne. Birnen esse ich gern. Es gibt auch Birnenschnaps, aber das kann ist was anderes. Sein. Und das ist also ein, das sieht dann aus so wie ein Kirschbaum. Können wir die hier mit draufstellen? Die stellen wir drauf. Die können wir draufstellen. Aber wir zeigen es jetzt nochmal. Wir sind jetzt wieder ganz brutal zu unseren Bäumen. Wir schneiden einfach den Fuß ab. Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 2. So, ups, das war's. So, wir sagen nochmal, das ist Styrodor-Untergrund. Das heißt also, richtig? Wir machen nur ein kleines Löchlein, stopfen die rein und dann halten die. Wir könnten noch einen Tropfen Kleber hinzugeben, aber wir können, denke ich mal, am Ende des Tages das auch stürzen und der Baum würde nicht rausfallen, auch ohne Kleber. So, walte deines Amtes, grabe ein Loch. Jawohl. So, mit der Pinzette relativ einfach in diesen Styrodor-Untergrund zu schaffen. Willst du deinen ersten setzen? Du hast jetzt gerade ein Loch gesetzt neben dem Farn. Wieso das? Na? Farn ist ein Schattengewächs, Herr Buttig. Ich hab's gewusst, irgendwas ist ja immer. Ja, ja gut, komm, gut beobachtet in der Natur. Ja. Gut beobachtet. Eigentlich auch mehr an Waldränden, aber ja. Wir haben auch bei uns zu Hause im Garten auch das sieht schon mal unter einem aus. Busch auch etwas Farn wachsen. Somit in Ordnung. Aus. Und den zweiten ja, darf ich dann setzen? Ja, den machst du mal selber. Wo darf ich, also beim Zahn hier? Genau, gut aufgepasst. Man ist ja schließlich lernfähig ja. Und alt genug. Hoffe ich jedenfalls. Ja, doch. Reicht schon? Ja, mehr brauchst du nicht. Mehr brauche ich nicht. Kriege ich dich so. So, jetzt muss man sich nur merken, wo man das Loch gemacht hat, damit der dreidimensionalen Decke. Nicht, dass man hier alles... Ja, da so ungefähr. Warte mal. Ja, hier. So, und jetzt muss ich das nur noch reindrücken. Ja, nur leicht andrücken. Reicht schon. Passt schon. Müsste gehen. Nee. Ja, er macht einen Kippmann. Ah. Ja, meiner auch. Ich glaube, du bist nicht in das Loch etwas woanders gesetzt, aber... So. Okay. Kleines Erdbeben auf der Anlage. So. Wunderbar. Voilà. Die Bäume stehen, wunderschön. Wenn sie auch erst umgefallen, aber das passiert halt auch in der Praxis, dass man einen Baum umfällt. So, also wir haben jetzt zusammenfassend gesagt, relativ schnell, Sie haben auch gesehen, dass wir also wesentlich schneller auch in der Geländegestaltung waren, eine Blumenwiese oder eine Wiese angelegt, je nachdem, wie Sie es möchten. Wir haben die Sträucher gepflanzt als Abgrenzung zum Markt. Sie werden dann schon noch sehen, wenn wir alles zusammenschieben wie ein Puzzle. Das wird also wunderbar aussehen. Und haben jetzt zwei Bäume dazu gesetzt. So haben wir eigentlich schon eine ganz ordentliche Komposition. Richtig. Und was wir mit dem Teil hier machen, das zeigen wir Ihnen im nächsten Teil. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihr Frank Buttig.